Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Interview von German Eventing hier auf dem Lumülner Turnier 2011. Neben mir sitzt Maria Pinedo Sentagordia, ein sehr, sehr schöner Name, den ich auch lernen werde, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und Elmar Lech von den Top Eventers, von der Top Eventers Auction. Maria ist hier zu Gast mit Winzer H. Vor 5 Jahren, habe ich erfahren, hast du den ersteigert hier in Lumülen bei der Top Eventers Auktion. Ist das ein besonderes Gefühl, hier in Lumülen reiten zu können? Ja, bestimmt. Es war ein sehr, sehr schönes Turnier und ich habe mich schon seit langem gefreut, hier reiten zu können. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil es Winzers zu Hause ist. Also es war sehr schön. Sehr schön. Du bist dieses Jahr schon sehr erfolgreich unterwegs, spanische Meisterin im Seniorenlager geworden. Ja. Und ich habe gehört, es geht durchaus in Richtung Europameisterschaft, das im August hier. Ist das so der Weg, den du gerne einschlagen würdest? Ja, genau, das ist der Weg für Winzer jetzt. Ja, er wurde vor 1 Monat spanischer Meister in Südspanien und ja, von daher wollten unsere FN, dass ich hier reite und hoffentlich kommen wir in 2 Monate, knapp 2 Monate, 2 Monate wieder zurück. Also das wäre unser Ziel für dieses Jahr. Gestern hattest du eine sehr schöne Runde im Gelände. Kannst du uns erzählen, wie du es erlebt hast? Ja, also er war spitze. Es war ein tolles Gefühl. Er ist immer sehr schnell und sprang auch sehr gut. Am Anfang vielleicht sogar zu viel, weil ich ihn vielleicht zu viel gedrückt habe, aber danach lief alles wie vorgelesen. Also es war sehr, sehr schön. Es war super. Es war ein tolles Gefühl. Er war schnell über jeden Sprung. Die Kombination kam auch leicht und ja, es war super. Vielen Dank soweit. Dann hoffentlich sehen wir uns im August wieder bei den Europameisterschaften. Ja. Dann Elmar, an dich habe ich eine Frage. Nehmen wir nur mal Winzer H. oder auch Quintus, der unter Karen O'Connor in Lexington platziert war. Über die Jahre hast du ja einige Pferde in die Welt verteilt. Wie ist das für dich zu sehen, wie erfolgreich die überall auf der Welt unterwegs sind? Das ist natürlich, unsere Zielsetzung ist erstmal gute Pferde zu vermarkten und dann der nächste, das ist dann der Traum, der teilweise auch sehr schön in Erfüllung geht, wenn das die Paare sind, die sich dann so langsam kontinuierlich in die Weltspitze vorarbeiten. Das ist natürlich ein herrliches Gefühl, dass die nicht nur Pferde verkauft werden, sondern dass Pferde auch dahin kommen, wo sie eine Chance haben, sich wirklich auch als Paar zusammen weiterzuentwickeln. Und das ist mit Windsor, mit vielen Pferden, ob das im Amateurbereich ist oder jetzt glücklicherweise jetzt im 4-Sterne-Bereich, im 3-Sterne-Bereich, ist das eine Rechnung, die für uns natürlich toll aufgeht. Vielen Dank soweit. Hier am Stand geht es gleich weiter. Michael Jung kommt zur Autogrammstunde. Wie gesagt, dann sehen wir uns hoffentlich bei der Europameisterschaft spätestens wieder. Dankeschön. Ja.